Ja, Fatih Sösen, du hast schon einiges mitgemacht, aber heute war irgendwie nochmal ein besonderes Spiel, so eine Unterbrechung. Bis dahin war da nicht gut drin und dann habt ihr das eigentlich versäumt, muss man sagen, in der ersten Halbzeit schon vorzuentscheiden, oder? Wie hast du es gesehen? Ja, genau so. Wir sind nicht gut gestartet, haben aber dann mit dem Elfmeter die 1-0-Führung nach einer langen Pause halt gegen den Tormann. Hoffe, ihm geht es auch besser. Haben wir das Spiel eigentlich auf unsere Seite geholt, haben versäumt, den einen oder anderen Konter zu setzen. Da und auch meines Erachtens war das ein Elfmeter und kein Abseits beim Tor. Aber Herr Schiedsrichter hat das so gesehen, akzeptieren wir natürlich. Und dann dadurch halt Torchancen nicht genutzt, die Dinger nicht gezählt, macht man indirekt den Gegner stark. Dann kamen die wieder gut ins Spiel. Ich muss sagen, Mitte der zweiten Halbzeit war es ein Hin und Her. Die hätten auch durchaus das 2-1 machen können. Letzten Endes hat unsere Qualität nochmal kurz gezeigt, was sie drauf hat und haben das 2-1 gemacht. Und ja, also wir müssen uns auf jeden Fall steigern. Ich bin gar nicht zufrieden mit meinen Jungs. Der Sieg geht in Ordnung, aber viel zu viele Annahmefehler. Erster Pass kommt nicht an. Also wenn man niveauvoll spielen will, ist das die falsche Richtung. Und da muss ich sagen, müssen meine Jungs jetzt endlich mal wach werden, weil die A-Klasse ist so schwer, da kann jeder jeden schlagen. Und wenn wir nicht eben jedes Spiel 100% konzentriert sind, dann wird es sehr, sehr eng. Bei der siebte Sieg im siebten Heimspiel, auswärts tut er euch schwerer. Was ist da los? Auswärts bringt ihr die Qualität nicht so auf den Platz oder was da? Genau, unsere Heimstärke ist schon sehr gut. Das hat sich auch rumgesprochen. Wir haben auch gegen viel stärkere Gegner zu Hause gewonnen, wie auswärts gegen schwächere. Meistens sind die Plätze nicht so, wo man halt Fußball spielen kann. Aber ich sag, das ist eine Einstellungssache und eine Konzentrationssache. Dann gewinnt man auch die Spiele auswärts. Das müssen wir hinbekommen.